Legalize it. Jeder Hippie, der auf sich hält, hatte das schon mal auf dem T-Shirt stehen. Meint, Cannabis freigeben, den Konsum nicht länger kriminalisieren, Hasch gleich behandeln mit gesellschaftlich so akzeptierten Drogen wie Alkohol und Zigaretten. Das ernsthaft zu prüfen, fordert jetzt sogar ein großer Teil der deutschen Strafrechtsprofessoren, weil sie glauben, dass Verbote das Drogenproblem eher verschärfen. In Amerika machen das einige Staaten inzwischen besser, zeigen Anke Becker-Wenzel und Werner Doyer. Denver, Hauptstadt des US-Bundesstaats Colorado. Seit Jahresbeginn kann man hier eine ganz besondere Stadtrundfahrt machen. Hi, ich bin Peter Johnson und auf unserer heutigen Tour schauen wir hinter die Kulissen der Cannabiswirtschaft. Cannabis als Touristenattraktion, wo es herkommt, welche Sorten es gibt und was man daraus alles machen kann. Seit Jahresbeginn ist das erlaubt. Cannabis pur, Cannabis in Kosmetikartikeln, im Energy Drink, in Schokolade und. Ein Millionen-Dollar-Geschäft, an dem nicht mehr die Drogenkartelle, sondern Unternehmen und der Staat verdienen. Diese Betriebe bringen dem Staat und den Kommunen eine enorme Summe an Steuern und Lizenzgebühren. Und es gibt ausführliche Kontroll- und Lizenzierungsverfahren, um sicherzustellen, dass alles so sicher und verantwortungsvoll wie möglich läuft. Die Legalisierung ermöglicht Kontrolle. Verkauf erst ab 21 Jahren und in geringen Mengen. Die Qualität der Ware ist gesichert und die Polizei konzentriert sich auf wichtigere Aufgaben. Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Ich war wirklich besorgt, hatte schlaflose Nächte. Ich dachte, es gibt ein Cannabis-Chaos. Menschen liegen nachts benebelt auf den Straßen. Aber es stellte sich heraus, es war ein Marihuana-Meilenstein, kein Cannabis-Chaos. Immer mehr Staaten entdecken die Vorteile des kontrollierten Handels. Mit einer Alltagsdroge wie Alkohol und Tabak auch. Die jahrzehntelang gültige Verbotspolitik stärkte lediglich die Drogenkartelle. Der Drogenkrieg ist eklatant gescheitert. Er ist auch bei uns gescheitert, denn die Drogen sind erhältlich. Sie sind mehr denn je erhältlich, sie sind billiger denn je, auch die harten Drogen. Und man kann nur mit Mitteln der Legalisierung besser steuern und die Verfügbarkeit für den Staat zurückerlangen. Professor Böllinger beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit den Folgen des Drogenkonsums und der Drogenpolitik als Professor für Strafrecht und als Therapeut. Deutschlands Gesetze in Bezug auf Cannabis müssen verändert werden. Nahezu jeder zweite Strafrechtsprofessor in Deutschland hat mittlerweile eine entsprechende Resolution an den Deutschen Bundestag unterzeichnet. Keine verwirrten Kiffer oder der Deutsche Hanfverband finden sich auf dieser Liste, sondern das Who is Who deutscher Juristen. Die Strafrechtler gründen ihre Initiative darauf, dass Strafrecht als Androhung von Übel, von Freiheitsstrafe eben erforderlich und geeignet sein muss. Das ist ein Verfassungsprinzip, was hier erheblich verletzt wird. Wir müssen das Betäubungsmittelgesetz ändern. Wir müssen Vorkehrungen treffen durch Legalisierung dafür, dass Jugendschutz und Verbraucherschutz wirklich erstmalig gewährleistet werden können. Auch in Berlin weiß man längst, dass die Kriminalisierung von Cannabis viele neue Probleme schafft. Dennoch hält die Bundesregierung seit Jahren daran fest. Natürlich ist immer die Frage, ist ein weitgehendes Verbot immer eine Ursache auch von Schwarzmarkt? Das ist ein Argument. Auf der anderen Seite, durch eine Legalisierung würde man die Schwelle noch weiter heruntersetzen. Und wir halten doch die Nebenwirkungen von Cannabis für so gefährlich, dass man das nicht tun sollte. Berlin-Görlitzer Park. Niedriger als hier kann die Schwelle nicht sinken. Auf Schritt und Tritt werden Drogen angeboten, Passanten belästigt, ob Mütter mit Kinderwagen, Touristen oder Jugendliche. Also ich zähle 40, 45 Leute, die hier stehen und ihre Drogen verkaufen. Und abends kann man die gar nicht mehr zählen halten. Und das trotz Polizeistreife und Razzien jeden zweiten, dritten Tag. So rührig die Polizei auch ist, Stunden später stehen die Dealer wieder im Park. Weil der Kampf gegen die Droge längst verloren ist, will man in Kreuzberg neue Wege gehen. Coffeeshops, ähnlich wie in Holland, staatlich kontrollierter Verkauf an Erwachsene. Kaufen darf man nach unserem Plan jetzt erst ab 18, so, weil man muss erwachsen sein, analog zum Alkohol.
Und es ist auch nicht ein leichter Rankommen, das muss man auch nochmal deutlich sagen, sondern es ist ein erschwertes Rankommen. Es gibt auch nicht die Erfahrungen, also das haben wir tatsächlich in Holland auch erlebt, es gibt nicht die Erfahrung, dass der Konsum steigt. Das bestätigt auch ein EU-Bericht zur Drogenproblematik. Analysiert wurde, ob Verbote oder Legalisierungen den Cannabiskonsum beeinflussen. Ergebnis? Über diesen Zeitraum von 10 Jahren konnte in den fraglichen Ländern jedoch kein deutlicher Zusammenhang zwischen den gesetzlichen Änderungen und den Prävalenzraten des Cannabiskonsums ermittelt werden. Mit anderen Worten, Legalisierung erhöht nicht zwangsläufig den Konsum. Doch Gesundheitsminister Gröhe will am Verbot festhalten, beruft sich auf eine UN-Konvention von 1961. Danach ist Cannabis nur zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken zugelassen. Wenn es mal nur so wäre. Schmerztherapeuten machen ganz andere Erfahrungen, wenn sie schwerkranken Menschen, denen keine andere Arznei mehr hilft, cannabishaltige Medikamente verschreiben wollen. Also es ist natürlich eine, auf Deutsch gesagt, bescheuerte Situation, wenn Sie jemand helfen könnten, aber Sie dürfen es nicht. Sie müssen erstmal einen Kampf führen, Sie müssen Anträge führen, Sie müssen umfangreiche Stellungnahmen machen, die Krankheitsgeschichte darlegen, begründen, warum Sie das machen. Und dann wird es irgendwo beurteilt und abgelehnt. Und dann müssen Sie wieder kämpfen und wieder kämpfen. Und dann haben die Patienten auch keine Sicherheit, dass das langfristig dann genehmigt wird. Dabei sind cannabinolhaltige Medikamente keine Rauschmittel, sondern unterstützen das körpereigene Schmerzkontrollsystem. Patienten mit chronischen Schmerzen, wie Helga Hofer, hilft nur das. Doch seit ihr die Ausnahmegenehmigung einmal verweigert wurde, lebt sie in ständiger Angst. Man wird dann jedes Mal bangt, ob man es noch kriegt. Weil man braucht ja für das Dronabinol eine Sondergenehmigung von der Krankenkasse. Und es ist nicht sicher, ob man es kriegt. Jedes Mal muss man bangen. Dieses Bangen kennt auch Ute Köhler. Nach einer Krebsbehandlung litt sie jahrelang unter starken Schmerzen. Nichts half, bis sie Dronabinol bekam. Doch in ihrem Fall zahlt die Krankenkasse nicht. Ich hange mich von Monat zu Monat. Immer habe ich Angst, was ist, wenn die Sponsoren diese Sache einstellen. Was wird denn aus mir? Ich brauche an dem Tag auch meine Medizin. Was wird damit? Und ich kann es nicht bezahlen. Es würde bei mir ungefähr 700 € kosten im Monat. Das kann ich nicht. Seit über 10 Jahren kämpft sie für ihr Medikament und gegen die Kriminalisierung ohne Erfolg. Obwohl nicht ganz. Ihr Engagement für das Gemeinwohl belohnte Bundespräsident Gauck im Herbst 2012 mit einem Orden, immerhin. Es ist mein Zeichen. Ich habe auch damit nie gerechnet, das muss ich dazu sagen. Also, doch, ich habe mich gefreut, aber ich hätte natürlich auch gerne eine Lösung. Eigentlich nur ein Orden. In Colorado fände Ute Köhler diese Lösung in der nächsten Apotheke. In Deutschland wird sie wohl noch eine ganze Weile darauf warten müssen.